Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clash of Clans. Und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir endlich, lange habe ich gewartet. Vielleicht ging's Mikro gehauen. Endlich nach langer Zeit eine J-U-W-E-L-E-N-K-I-S-T-E. Eine Juwelenkiste. Ja, also habe ich schon lange drauf gewartet. Und wir haben keinen Bauarbeiter frei. Das ist natürlich. Schade. Schade ist das. Sehr schade. Nein, ist nicht. Aber egal. Schnauze. Interessiert keinen, was für ein Link du postest. Egal. Schau dir mal mein Lager an. Besuchen. Ballons. Naja, sieht ja nicht schlecht aus, der. Lager 8, Lager 5. 25.000 plus. Also der hat knapp 200.000 Gold. Da hier nichts drin ist. Aber er hat knapp 200.000 Gold. 2 Goldmembos. Nur 2. Aber gut, er ist auf Astratos Level 5. Und da ist das noch akzeptabel. Yeah, Barbarenkönig. Wir haben 5 Barbaren. Und da gucken wir jetzt mal bei. Da wir nämlich jetzt für Clan Wars. Zeige ich euch dann gleich noch die Regeln. Und ja. Da wir. Weiter geht's bei Vergeltung. Jetzt mal mit 2 Barbaren angreifen und gucken, wie weit wir kommen. Arindua. 2 Barbaren und mal gucken, was sie da alles rausholen. Na, das. Das sieht knapp aus. Schafft der eine Barbar es? Halt die Fresse, Uli. Schafft der Barbar es? Und. Ja! 50% nur mit einem Barbaren. Da machen wir hier noch einen hin. Und dann. Mal gucken, wie lange das dauert, dieses kleine Rathäuschen noch zu zerstören. Barbarenkönig. Kann man gleich mal die Kraft und die Wucht des Barbarenkönigs zeigen. Bup. Da wollen wir das XP sammeln. Schnauze. Mann, ich will das jetzt nicht gucken. Ja, ob Daily interessiert doch keine Sau, Mensch. Was das ist, ey. Halt doch die Fresse. Meine Fresse, Alter. Interessiert doch keinen. Warum kommen wir überhaupt mit an? Schnauze. Ich verarschen. Aus. Wir Kinder wissen hier. So. Es war Rechtschreibfehler trotzdem. So. Meine Fresse. Schlimm mit euch. So, jetzt lädt der Scheiß wieder, dann kann man auch gleich ein paar Infos geben. Also ich werde demnächst bald wieder auf Rathaus Nummer 8 gehen. Denn wir haben bald alles auf maximal, jetzt kommen noch die Tesla danach. Also hier, guckt. Da hier, da die Teslas 1. Die Tesla geht jetzt auf 2. Und die nächste können wir dann, wartet mal. Wir haben sage und schreibe noch 22 Stunden Zeit, um 700.000 zu farmen, also 1,25, kommt knapp hin, also können wir knapp schaffen. Deswegen werden wir demnächst dann Tesla auf Level 3 bringen, 2, die nächste Tesla auf Level 2. Und ja, das wäre es dann so grob gewesen an Infos, weil dann haben wir auch den Großteil der Verteidigungsanlagen auf Max. Und ja, dann können wir demnächst auf den Rest sparen, wie zum Beispiel. Schön wär's, wenn ich jetzt wüsste, was ich sagen wollte. Zum Beispiel die Kasernen, genau. Die Kasernen können dann auch auf das nächste. Das sind Kanonen Level 7. Nee. Warum sind das Kanonen Level 7, Alter? Mal total über geschnappt hier. Kanonen Level 7.
Naja, egal. Gucken wir mal, was man noch so zerstören kann. So, kaputte. Ach, machen wir hier zwei rauchende Fässer. Mal noch schnell durch und dann zeige ich euch noch mein Dorf und dann bilden wir die Scheiße. Vielleicht die scheiß Klamburg-Truppen gesetzt. Das wollte ich doch gar nicht. Mann. Ah, die wollte ich gar nicht setzen. Ich wollte den scheiß Riesen setzen. Behindertes Spiel, ey. Die Klamburg-Truppen braucht ihr doch für ein Klamburg. Oh, ihr seid doch behindert, ey. Meine Fresse, was wählt ihr die denn aus am Anfang eines Levels? Dafür habe ich den immer Bauernkönig mitgenommen. Vollidioten, ey. Dummes Spiel hier. Egal. Komm, mir hat der Nase und Scheiß her, ey. Kann ich jetzt wieder kaputt machen hier alles. Naja. 100% haben wir. Obwohl ich die Klamburg nicht verschwinden wollte. Naja, egal. Wir gehen jetzt nochmal auf die Truppenanfrage. So, Truppen fordern, zwei riesen Mauerbrecher. Und dann kommen wir nämlich bei den Clan-War-Leuten viel besser durch. Ja, hier können wir nochmal kurz zeigen. Hey, komm her. Upgrade sind auf Max. Max, also beide sind auf Max. Hier, Bogitürme sind auch auf Max. Maximal, genauso wie alle Minenwerfer auf Level 5 auf Maximal sind, da die Kaserne ist auch auf Maximal. Genauso wie das, das wollen wir dann demnächst auf Fußzauber bringen. Das heißt, wenn in 22 Stunden dies fertig ist, 22 Stunden, dann bringen wir die Zauberspruchfabrik auf Level 4 und wenn dann in einem Tag und 10 Stunden, dann können wir die verborgene Tesla auf Level 1 bringen. Ja. So easy, so easy. Genau. Das wäre es dann so grob gewesen. Clan War, natürlich Vorbereitung für die Clan Wars. Wir werden wahrscheinlich einmal angreifen. Nehmen wir nicht so teure Truppen. Erstmal wieder 1, 2, 3, 4, 5 Drachen. 10 Drachen. 10 Drachen. 10 Drachen, 10 Riesen. Dann die Kaserne voll mit Magiern. Voll mit Magiern und zwei Mauerbrecher, haben wir 100 Truppen. Na, hier noch zwei Drachen. Jeweils 10 Barbaren und 10 Bogenschützen. So, 10 Barbaren und 10 Bogenschützen. Und hier noch ein Riesen. Zwei Riesen, haben wir 12 Riesen. Und ein, warte, viel. Und ein Bogenschütze. Perfekt. Ja, das sind unsere Clan War Truppen. Und ja, ich bin Farmer, wie ihr sehen könnt. 170.000, 121.000, 87, 114, das war Elixier. Da habe ich mich vertippt. Dann hier, ein bisschen dunkles Elixier wieder reingekommen. Da ein bisschen. Und da wurde 200.000 an sich doch einiges gefarmt. Ihr seht die Angriffe, ja. 59%, 53%, also die schaffen nicht viel. Klar haben sie ein bisschen viel geklaut und Jesus hat mich angegriffen. Aber halt kein dunkles und auch so wenig Elixier. Klar, hier, der hat wieder ein bisschen mehr Gold geklaut, hier Verteidigung gewonnen. Die haben beide 50% geschafft. Hier 46%, das war der erste, der mal wieder 100% geschafft hat. Bis jetzt haben nur zwei bei der neuen Base 100% geschafft. Hier 44%, 48%, 34%, 19%. Ist auch immer der da geschafft hat. Ach genau, da hatte ich mein Rathaus draußen stehen, um die Beute zu bewahren. 19% hier. 24%. 100, haha, 99%. Keine 100. Da haben wir öfters mal verloren. Hier wieder gewonnen. Also das war bestimmt noch die alte Base. Hier haben wir wieder gewonnen. So, das war noch die alte Base. Und ja, haben diese Saison schon 7-mal erfolgreich angegriffen, 3 gewonnene Verteidigungen, Gold haben wir schon 300, 34 Millionen gefarmt, 235 Gegenstände gefarmt, Klamburg werden wir demnächst auch upgraden, 2000 Mauern fehlen noch ein paar, 200 Rathäuser, 2000 haben wir auch bald fertig, bald, Anführungszeichen, das hier haben wir bald fertig, ja, Minenwerfermetzler, Stufe 2 haben wir dann auch bald fertig.
Genauso wie unzerstörbar braucht man noch 110 gewonnene Verteidigung. Und ja, morgen wird dann erstmal diese Juwelenkiste entfernt. Ja, ich freue mich drauf. Und ja, dann war's das für die heutige Folge von Clash of Clans. Bis zum nächsten Mal.